So filmen, weil sonst sieht man nichts. Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserem Abonnenten-Special. So, jetzt ist das Licht nochmal besser. Also, wir heißen euch herzlich willkommen zu unserem YouTube-Special, unserem Abonnenten-Special. Und viele von euch hatten sich eine Roomtour gewünscht und dementsprechend sind wir gerade auf dem Weg in die neue Wohnung zur Wohnungsübergabe. Wir bekommen heute endlich die Schlüssel. Und genau, wir drehen euch dann eine Roomtour und beantworten währenddessen ein paar Fragen. Hallo, mein Spatz, was machst du da? Desinfizier den Handtuchhalter. Und jetzt, Nadja? Okay. Das ist unsere Roomtour? Nee, wir machen eine richtige Roomtour. Gehst du mit mir noch einmal zum Auto? Ja. Gut. Hey, Herr von uns, wie geht's Ihnen? Ich bin kaputt. Wir haben 7 Uhr. Wir sind total verschwitzt. Gott sei Dank gibt es kein Geruchs-YouTube. Daraus basteln wir uns jetzt ein Stativ, setzen uns dahin und beantworten ein paar Fragen. So, was sind wir? Feierabend. Unser Feierabend Kaffee und Feierabend Limo. Ja. Gewohnte, ungewohnte Umgebung. Gegen die Roomtour bekommt ihr morgen im Hellen. Aber wir wollten jetzt schon mal ein paar Fragen beantworten, die wir euch auf Instagram haben stellen lassen. Ja, Frage Nummer 1. Habt ihr gute Freunde im Studium kennengelernt? Ich habe viel Konkurrenz erlebt. Ja, wir haben Freunde gewinnen können. Aber wir haben auch... Nicht nur Juristen, ja. Aber wir haben auch viel Konkurrenz erlebt. Also haben wir auch erlebt. Es geht beides. Wir haben auch gute Juristenfreunde. Aber wir haben auch da echt viel an Konkurrenz erlebt. Deswegen, ich glaube, so eine Freundschaft braucht auch ein bisschen Zeit, um zu schauen, ob man wirklich Konkurrent ist oder ob man mehr Freund ist als Konkurrent. Deswegen, bei sowas hat es auch immer Zeit gedauert, bis sich die Freundschaft tatsächlich wirklich entwickelt hat. Von daher, also die Konkurrenz ist da ganz normal. Nächste Frage. Frage Nummer 2. Euren Lernplan fürs Examen. Den zeigen wir euch demnächst in einem ganz ruhigen Video, weil das ist sehr umfänglich. Dazu kamen viele Fragen. Also von daher... Wir machen extra Video extra zum Lernplan. Hattet ihr am Anfang Zweifel am Studium? Nein. Ja, ganz große sogar. also ich glaube, nach dem zweiten Semester wollte ich eigentlich abbrechen. Bin dann aber ins dritte noch gegangen, ich war mir auch nicht sicher. Das hat mir schon irgendwie getaugt, aber irgendwie hat mir das Lernen nicht getaugt. Also das, was man daraus ziehen konnte, fand ich schon sehr interessant, aber das Lernen an sich und die Klausuren fand ich irgendwie doof und war mir halt absolut unsicher und hatte Zweifel, ob ich es auch wirklich bis zum Staatsexamen durchziehe und ob mir das dafür gut genug taugt. Hab dann aber im dritten Semester tatsächlich wirklich meine Liebe dafür entdeckt. Du meinst mich? Ich habe erstens den Manu kennengelernt und zweitens... Sind wir schon so lange zusammen? Ja, und zweitens habe ich durch den Manu ein anderes Lernen gelernt und dadurch hatte ich viel mehr Spaß an der Sache und dadurch waren dann meine Zweifel auch verflogen und sind auch nie wieder aufgetaucht. Also von daher, Zweifel waren da, aber sind dann auch wieder gegangen. Nächste Frage. Wie lange würdet ihr mindestens für den Freischuss lernen, wenn keine Zeit da ist? Interessante Frage. Keine Ahnung, wir haben beide keinen Freischuss geschrieben. So viel wie möglich. Zum Freischuss halt. Also ja. Wenn es heißt, keine Zeit da, wenn es 8 Wochen sind, hey, 8 Wochen, go for it. Man kann in 8 Wochen sehr viel zerreißen, von daher. Wir kennen jemanden, der hat sich fürs erste Staatsexamen nur 4 Monate vorbereitet. Die ist nach 4 Monaten rein und war sehr zufrieden mit ihrem, also für das, was sie gelernt hat, für die Vorbereitung, war sie sehr zufrieden. Ja, das war richtig gut, von daher einfach so viel Zeit, wie da ist bis zum Freischuss und wenn es 8 Wochen sind, go for it und dann reingehen und du hast doch nichts zu verlieren. Eben. Was würdet ihr rückblickend anders lernen? Tipps und Empfehlungen?
Mehr Fälle. Ja, und weniger vor Lehrbücher. Allem keine Lehrbücher. Weil Lehrbücher. Am Anfang, die haben mir überhaupt nichts gebracht. Und ZPO würde ich definitiv mehr einen Schwerpunkt draufsetzen. ZPO, Zivilrecht. Also grundsätzlich mehr Zivilrecht und ZPO. Ja, ZPO. Also ZPO würde ich von Anfang an, jetzt wenn ich jetzt so im Nachhinein hätte, man das schon sinnvoll mitlernen sollen. Nächste Frage. Wo habt ihr jeweils die Schwerpunkte in Zivilrecht, Öffrecht und Strafrecht gelegt? Zivilrecht. Nein, jeweils die Schwerpunkte. Zivilrecht? Das ist dein einziger Schwerpunkt im Jurastudium. Also im Zivilrecht ganz klar BGB AT, Schuldrecht. Alles, was mit AT zu tun hat. Alles, was mit AT zu tun hat. Also die drei. BGB AT, Schuldrecht und Sachenrecht. Also Familienrecht, Erbrecht war stiefmütterlich. Und ja, das waren im Zivilrecht die großen Basics. Und im Örecht ganz klar Kommunalrecht, Polizeirecht, Baurecht und AT. Der, auf jeden Fall, AT muss 100% sitzen. Grundrechte dann kurz vorher wiederholt, Staatshaftungsrecht kurz vorher wiederholt, Europarecht kurz vorher. Aber wie gesagt, die Schwerpunkte waren da eher aufs besondere Verwaltungsrecht. Und im Strafrecht, ja, im Strafrecht kann man meiner Meinung nach keine Schwerpunkte setzen. Deswegen einfach Strafrecht. STPO dafür erst zum Schluss Bulimie. Habt ihr euch an der Kölner Examensstatistik orientiert beim Lernen? What the fuck ist Kölner Stadt? Noch nie gehört, dementsprechend nein. Was ist das? Weiß ich nicht. Wann sehen wir euch mal wieder? Hier und jetzt. Und hier. Wie lange hast du dich auf dein Examen vorbereitet? Gar nicht. Wer gut zugehört hat, weiß es eigentlich schon jetzt im letzten Video. Ich 1,5 Jahre, der Manu knapp 2 jetzt. Bin jetzt im 2. Genau. Würdet ihr eher nie mehr ein Dessert essen oder nie mehr ausschlafen wollen? Nie mehr Dessert. Scheiß auf Dessert, aber ausschlafen. Nächste Frage. Wo lernt man als Frühstudent Leute kennen? Elitepartner. Im Jurastudium. Im Normalfall, in der BIP und in der Vorlesung und sonst was. Normal lernt man die an der Uni kennen. Zurzeit ist natürlich alles ein bisschen schwierig. Da gibt es aber bestimmt irgendwie auch... Ich hab schon gehört, es gibt irgendwie so Zoom-Meetings für diverse Studienfächer und Erstis. Und dann kann man da ja schauen, vielleicht taugt einem jemand und man kann mit dem ein bisschen schreiben und wenn man in der Stadt wohnt, sich irgendwie den Maßnahmen entsprechend konform sich treffen. Echt? Das gibt's ja. Ja, natürlich. Krass. Normal in der BIP. Ja. In der Mittagspause und beim Kaffee trinken. Und in der Vorlesung. Und vor allem, wenn ihr in der Vorlesung noch niemanden kennt, normal setzt euch einfach mal zu jemand anders und sagt, hi, ich bin der und der, darf ich mich neben dich setzen? Du bist mir so sympathisch rübergekommen. Wenn dein Gegenüber dann nein sagt, dann muss das schon wirklich cringe sein. Dann war noch die Frage, wie wir uns kennengelernt haben. Durch eine Freundin. Nadja war betrunken. Die war auf der Wiesn. Auf der Wiesn, genau. Hat einen Dirndl angehabt und ich habe mich in Nadja verliebt. Ja, und ich habe den Manu zwar registriert, aber ich habe gedacht, der gehört zu meiner Freundin. Von daher habe ich ihn registriert, aber dann ignoriert. Und dann haben wir uns wieder gesehen in der Vorlesung. Da habe ich dem Manu dann ganz komische Fragen gestellt, weil ich hatte keinen Peil. Ja, Nadja ist durchgefallen und es war bei mir die Zwischenprüfung Letztversuch. Allerletztversuch, Härtefallantrag, Versuch. Nee, das war mein Erstversuch, als wir uns kennengelernt. Da war ich noch nicht durchgefallen. Ja, da warst du noch nicht durchgefallen, aber durch die Klausur ist sie durchgefallen. Warum wohl? Weil sie verkatert in der Vorlesung saß. Und nichts mitgekriegt hat. Nichts mitgekriegt. Sie hat von Tun und Blasen keine Ahnung gehabt. Hat mich komische Sachen gefragt, wo ich gedacht habe, das hast du jetzt nicht ernsthaft gefragt. Bestes Beispiel, was ist eine Executing Norm? Self-Executing Norm. Siehst du, sie hat es immer noch nicht drauf. Hier sitzt diejenige mit Staatsexamen, by the way. Aber nicht in Grundrecht. Naja. Auf jeden Fall saßen wir dann in 2 Vorlesungen nacheinander nebeneinander. Und in der einen haben wir so viel rumgeblödelt und sind uns auf die Nerven gegenseitig gegangen. Und dann hat mir der Manu auf, damals waren die total cool, diese roten Lip Balms. Nee, die hießen doch ganz anders. Ja, was war das denn?
Irgendwas mit E. Ja, genau. EOS. 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 EOS Lipbalm. Da hat er mir seine Nummer draufgeschrieben. Und dann habe ich ihm geschrieben, weil ich noch ein paar dämliche Fragen hatte. Eine Frage hatte. So eine dämliche Frage. Die Frage war schon gleichzeitig die Antwort. So doof war die Frage. Sie wollte nur noch mal nachfragen, weil sie sich nicht sicher ist. Tatsächlich habe ich es wirklich nicht kapiert. Er glaubt mir aber bis heute nicht, dass es wirklich eine Frage war. Nie im Leben. Und dann haben wir angefangen, miteinander zu schreiben. Aber dann ist der werte Herr für ein paar Monate nach Australien. Und ich habe gearbeitet in einer Käsefabrik über die Semesterferien. Nach den Semesterferien haben wir uns wieder getroffen. Und ja, ich glaube, ab Tag 3 habe ich bei dir gewohnt. Richtig, ab Tag 3 hast du bei mir gewohnt, weil dein Wohnheim so toll war. Morgen früh kommt der Telekom-Mensch, dann kriegen wir Internet. Ist nicht Telekom, oder? Ja doch, doch, die sind zentral, so ein Techniker von der Telekom. Und der gibt uns hier Internet. Ich glaube sowieso nicht, dass sich das durchsetzt. Was sagt Internet? Ihr? Ja. Nee, never. Das geht, das ist nur so ein Hype. So ein Hype drum. Das ist eine Blase. Das ist eh genauso wie mit den EOS Lippen. Irgendwann ist vorbei. Mann, ja. Wir sind echt lustig. Deswegen, gute Nacht und bis morgen. Guten Morgen. Heute ist jetzt leider das Wetter nicht so schön, aber die versprochene Roomtour folgt sofort. Einen Tag verspätet. Nadja hat gemeint, wir sollen das nicht erwähnen. Ich habe gesagt, ja, es fällt auch gar nicht auf, dass jetzt auf einmal fast alles wieder da ist und die Wohnung komplett vollgestellt ist. Ach Quatsch, komplett ist ja wohl eine Lüge. Naja, auf jeden Fall haben wir es einfach nicht geschafft gestern, das Ganze zu filmen und euch mitzunehmen. Dafür einen Tag später auf Verspätung. Wir legen los. Ich würde sagen, du folgst mir oder ich folge dir. Du spielst den Makler. Also, das ist unsere Eingangstür. Mit Sicherheitsschlösser für Nadja. Falls irgendwie der Buhmann kommt. Und von hier aus, Manu kommt mal neben mich, hat man einen Blick in unseren Flur. Da geht quasi das Bad ab. Das Bad, Schlafzimmer, Büro, Küche und da ist das Wohnzimmer. Und ich würde sagen, wir gucken einmal ins Bad. Das ist unser kleines, aber feines Bad mit Dusche. Da liegen noch alte Lampen drin. Lasst euch nicht wundern, die sind noch von der Vormieterin. Hier einmal Waschbecken und that's it. Putzlumpen. Hier ist Zwischenschrank mit Waschmaschine, aber ich glaube, das juckt jetzt keinen. Nein. Das ist einmal unser Bad, da hängt schon unser neuer Spiegel. Das hier wird zukünftig unser Schlafzimmer. Das Bett soll höchstwahrscheinlich so hin. Genau, hier stehen jetzt noch die ersten Kisten und Klamotten. Ja, relativ offensichtlich, was das ist. Genau, und das hier wird zukünftig unser Büro und unsere YouTube-Base, wie ihr sehen könnt. Das wird hier, wird sich in den kommenden Wochen noch stark verändern. Und ja, ich habe versucht, unser Schuhregal von weiß auf grau zu färben und es sah echt cool aus, bis wir es hertransportiert haben. Und seitdem hat es ein paar Macken von sich. Sieht sicher schon cool aus. Gute Idee, schlecht in der Umsetzung. Ja, also das ist quasi Büro mit Balkon und allem. Naja, das ist auf jeden Fall unser wunderschönes Büro. Oh, und dann würde ich sagen, kommen wir in das Herzstückzimmer. Das wird, ist noch nicht, die Küche. Ein riesenlanger Schlauch. Genau, hier kommen einmal die Elektrogeräte hin, sei es Herd, Spülmaschine und hier kommt noch eine zweite Arbeitsplatte hin. Ja, wie ihr sehen könnt, hier absolutes Umzugschaos, weil die Küche wird erst die Tage befestigt, weil dafür brauchen wir Hilfe, weil das ist mir auch einfach zu schwer. Genau, was praktisch ist, wir kommen von da hinten vom Flur aus rein, drehe ich mal um. Wenn wir von da aus reinkommen, dann seht ihr hier da das Bad, aber das andere Bad. Und wenn wir uns jetzt hier seitwärts drehen, können wir nämlich durch eine Zwischentür ins Wohnzimmer. Wie ihr sehen könnt, hier sieht man, dass wir gestern männliche Unterstützung hatten beim Tragen. Ja, komm, das sind nur 3 Stück, bitte dich. Da steht noch eins. Ja, okay, 4 Stück. Gewöhn dich schon mal an den Anblick.
Genau. Das ist unser Wohnzimmer. Das ist unser Wohnzimmer, genau. Man sieht Umzugschaos, Küchenteile stehen hier rum. Genau, das ist unser Wohnzimmer. Wieder mit einem zweiten Balkon. Und das Coole an dem Balkon ist, das hoffen wir, wir kommen. Das bedeutet, jetzt hier würden wir, da wo jetzt diese Arbeitsplatte steht, hier würde dann der Fernseher und das, unser Lowboard hinkommen. Hier natürlich dann die Couch. Und irgendwie hier kommt ein Esstisch. Genau. Richtig. Und was super cool ist, wir haben hier draußen eine Abstellkammer. Ja, auf dem Balkon. Wenn du durch diese Tür wieder kommst, dann stehen wir wieder in der Küche praktisch. So, hier wird dann ein kleiner Esstisch irgendwo platziert. Und hier, wie gesagt, die Küche und dann der Zugang zum Flur. Genau, wir sind mega happy, oder? Ja, war sau anstrengend die letzten Tage und da kommt noch ein Stück Arbeit auf uns zu. Richtig Anstrengung und ein bisschen Schweiß. Aber die schwersten Sachen sind oben. So, jetzt hoffen wir, euch hat der kleine Einblick in unsere Wohnung gefallen. Kommentiert fleißig. Abonniert fleißig. Folgt uns auf Instagram fleißig. Schaltet jetzt ab fleißig.